Leute, einige von euch haben sich wieder ein neues Abi mit Kennex gewünscht und ich habe auf jeden Fall für euch was gedreht, weil ihr das ja unbedingt sehen wollt. Und jetzt müsst ihr aber auch korrekt machen. Ich habe korrekt für euch gemacht, das macht ihr korrekt für mich. Abonniert bitte mein Bruderherz, Robbie Bastard. Ich bin ein Huren. So. Ja, schon Grund genug, jetzt zu abonnieren. Der erste Huren sind auf YouTube. Ja, normal. Peace. Was geht ab, Leute? Neues Video, wieder neues Abi mit Kennex Video. Habt es euch lange gewünscht und jetzt komme ich diesmal wieder hier mit Special Guest, Alter. Das ist Heikel. Von dem, ne? Ich kannte den ja zuvor gar nicht. Erst als ich auf der Kanakenschule war, dann ist der gegangen und ich kam. Und Auswechselspieler. Ungelogen, Leute. Und ich hab immer gehört so, ey, Heikel, voll der Bastard, der Junge ist richtig schlimm. Der war einer der schlimmsten Kanaken auf dieser Schule. Jetzt nicht so mit Schlagen oder sowas, braucht er nicht. Aber einfach nur mit Dissen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dich alle Kanaken Bastard nennen? Ab und zu aufgemuckt, Lachkick geschoben über die, ne? Immer irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt. Und hier, die erste Story, die ich erzählen kann, wurde richtig, richtig lachkick. Ihr kennt das sicherlich, dieses eine, was es im Dezember in der Schule immer gibt. Wichteln. Ja, korrekt, Wichteln, immer cool. Das kannst du mit Kanaken aber nicht machen, die kennen das nicht. Und auf unserer Kanakenschule haben die mal trotzdem Wichteln gemacht, auch wenn das eh alles Türken, Marokkaner waren, die das nicht kennen, so, weißt du? Weihnachtsmann, wer ist das mit Bart? Ich dachte, mein Vater war noch kein, ja? Auf jeden Fall, Leute, die machen so Wichteln, richtig, richtig geil. Und was machen diese scheiß Kanaken? Folgendes. Wir hatten einen in unserer Stufe, der hatte eine Freundin. Und der ist dieser Freundin immer übelst hinterhergelaufen. Der hat alles für die gemacht. Daraufhin haben die Kanaken ihm dann einen Spitznamen gegeben und sie haben ihn Wuff genannt. Immer wenn der seine Freundin ihn gerufen hat und dahin gelaufen ist, machen die von Weitem so. Ja, Bruder, sag mir den Namen. Nein. Und das Krasse ist, danach war halt dieses Wichteln und irgendein scheiß Kanake hat halt den Namen gezogen von dem Jungen, der seiner Freundin hinterherläuft. Was kauft dieser Junge diesem verliebten Jungen? Nicht irgendwas Normales, der kauft ihm allen Ernstes, kauft er dem Hundeleine. Ich sehe so, als Pause war so, ne? Der hat mir so Wichteln so in einem Kurs. Ich sehe so, die Kanaken kommen raus. Einer mit so Leine, einer mit so Fresslapp. Die schieben sich unnormal lang. Das war die Bruder, jetzt mit dich, Bruder, jetzt mit dich. Der war richtig abgefuckt, der Typ. Der hat's einfach, der wollte das nicht wahrhaben. Der war richtig wütend, ey, fuck mich nicht ab, ich schwöre, ihr Wichser und so. Ihr müsst euch vorstellen, wie abgefuckt kann man sein, dass man zum Wichteln einer Person eine Hundeleine und einen Fresslapp schenkt, weil diese Person angeblich seiner Freundin hinterherlaufen würde. Und das Geile ist, ich gehe da so zu dem Typen, ich so, ey, was ist das? Warum haben die dir das geschenkt? Diese scheiß Kanaken, Alter. Weil ich meine Freundin alles mache, lachen die mich aus und haben mir so Hundeleine geschenkt. Dann bin ich zu dem gegangen, meinte ich, ey Bruder, kann ich einmal diesen Fressnapf haben? Weil ich habe ja zwei Katzen zu Hause. Hat er mir die gegeben? Bei Gott, ich habe zum Fressnapf heute noch zu Hause für meine Katzen. Bei Gott, nicht schlachtig, Bruder. Ich kann dir auch eine Geschichte erzählen wegen Wichteln. Und zwar in der 6. Klasse sollten wir wichteln und so. Und dann sollten wir halt abstimmen, für bis wie viel Euro wir die Geschenke holen sollen. Ne? Und dann stand da 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro auf der Tafel. Yeah. Ne? Und so alle melden sich für 2 Euro und so. Ne? Ich habe als einziger mich für 50 Cent gemeldet. Bastard. Dann hat die sich voll abgefuckt und so. Die Lehrerin guckt mich so an. Dann meinte ich ja ganz ehrlich, ich habe kein Geld. Ja, gezahlt das nicht. Oder erstattet die das zurück wie die Klassenfahrt? Hat die sich übertrieben abgepackt, ne? Meint die Heike, du gehst jetzt erstmal für 5 Minuten raus, ich will dich jetzt nicht mehr sehen. Und da einmal richtig, richtig lachen, oder ich konnte nicht mehr. Wir haben Abiturklausur geschrieben, Englisch Abiturklausur, ne? Die Lehrerin hat Süßigkeiten mitgebracht, meinte zu jedem Schüler, nehmt euch so einen Schokoriegel, damit ihr Zucker habt in eurem Kopf und so. Bei Kanaken ist das gar nicht möglich, Alter. Alter, jeder nimmt nur eins. Nein, Bruder, die Kanaken waren ja nervös. Ein paar haben so wirklich nur eins. Ehrlich? Ne? Dann kam da so ein Kurde. Nimmt der so 5-6 Stück, ne? Ich schwöre, Bruder. Lehnt der dir so auf seinen Tisch. Auf einmal merkt so ein Kanake von hinten, ne? Meint der so. Der Kanake so. Bruder, ich hab Schokoriegel, Bruder, komm mal, komm mal. Und dann merkt so ein Kanake von hinten. Meint der so. Junge, wohin so viel Schokolade essen und dann Zuckerschock kriegen? Ich wundere, warum du mal 5 schreibst. Mal gehört, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Die meinten einmal, du hast in der Kanakenschule zu einem Lehrer am Unterricht gesagt, was tust du jetzt einen auf mies, du Spasti? Stimmt das? Ja. Was hast du gemacht? Erzähl mal, Bruder. Da war irgendwas, irgend so ein Thema, dann hat er so geredet und der wollte auch lachkig sein, weil wir haben immer untereinander so Späße gemacht und so, ne? Dann meinte der, irgendwas war so und dann meinte er, wie Heikes Vater. Oh. So, dann alle so am Lachen, ne? Und ich habe so leise gesagt, so, oh, Alter, du Hurensohn, ne? Ja. Der, wie bitte, Heike? Was hast du gesagt? Und dann irgendjemand schreit, Hurensohn! Und der,
Der weiter. Heike? Ich so, ich hab das nicht gesagt. Ich schwöre, ich hab das nicht gesagt. Natürlich habe ich das gesagt, aber was soll ich denn sagen? So meinte er, ist okay. Nach der Stunde haben wir uns ausgesprochen, meinte er, ey, bitte nimm das nicht ernst, das war nur Spaß und so. Ne? Schade, dass mein Lehrer dann so auf cool tun wollte und so. Weißt du? Ja, ich weiß. Aus dem Unterricht raussuchen und dann nochmal so. Ja, Jonas, du machst das dann. Halt die Fresse, ich fick dich und ich fick Jonas, Junge. Verpiss dich mal, sei doch mal der Lehrer. Du bist eigentlich nichts. Ich schwöre, wenn ich Lehrer bin, Bruder, ich mach einfach ernst Unterricht. Ich geh dahin und so, ganz normal Unterricht und sag, ey, BK, mach ich so, Bruder, ciao. So auf. Wir haben einmal so einen Lehrer, ne? Wir haben immer zu dem gesagt, du wirst von Tag zu Tag fetter, ne? Wir hatten einmal Vertretungsunterricht bei dem, weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben Kaugummi gekaut, ne? Und danach Stuhl voll gemacht, ne? Der kommt so rein, ne? Oh, Junge. Alle laut, der setzt sich hin. Also, der will so aufstehen, so, als es gegongt hat. Er merkt so, das klebt so, ne? Und dann sieht er so Kaugummi. Schreit der was? Meint der, meine neue G-Star-Hose! Wer hat Kaugummi? G-Star-Hose aus Türkei, hab ich schon von irgendeinem Kanaken bekommen. Meint der, meine G-Star-Hose, wer hat Kaugummi auf den Stuhl geklebt und so. Alle lachen den aus. Keiner hat den ernst genommen, ne? Der geht so raus aus dem Klassenzimmer. Wir alle am Lachen, Lachgeschieben. Alle schreien, du Hurensohn. Und so, ich fick deine Mutter. Hey. Aber das war nicht Oberstufe, 5. Klasse war das. Ja, das war 9. oder so, ne? Auf jeden Fall, der kommt so rein, ne? Der schreit, der wird richtig rot. Ruhe! Verdammt nochmal! Aber so richtig aggressiv, ne? Alle gucken den an, fangen an zu lachen, ne? Der war enttäuscht, der ist einfach aus dem Klassenzimmer rausgegangen. Keiner hat den ersten genommen. Ich habe auch immer abgefuckt bei den Knappen. Manchmal, wenn ich Unterricht hatte und dann so ein Lehrer geschrien hat, so Mensch, verdammt nochmal, jetzt ist hier Ruhe! Dann diese Knappen immer so. Dann lachen die Kinder, wenn jemand ernst ist. So, die sieht der Lehrer, der wird voll rote Arme, der schreit gerade, das ist schon Adler hier dick. Und diese Kanaken, die lachen dann extra und sagt, jetzt hab ich keinen Bock mehr auf diesen Scheißmann. Und dann lachen die noch und dann wird er noch aggressiver. Ey Bruder, ich hab eine Frage an dich. Bruder, was ist das? Hast du Schamhaare an deiner Brust geklebt oder so? Ekelhaft siehst du aus, ich schwöre es dir, Junge. Bruder, was ist das, Alter? Ich hab auch diese Brust, Bruder, ne? Zeig mal, schau mal an. Nein, tu mal Hand weg. Bruder, ich dachte, du hast miese Brust. Ich dachte, ich fasse jetzt Muskel an. Ey, wir hatten eine beste Geschichte, ne? Und zwar meinte der... Jetzt Ramadan, ich hab gehört, du kannst 2 Liter Wasser trinken, wenn du fastest, aber du musst mir fit angemeldet sein. Ich so zu dem, ey, willst du mich verarschen, 0,4 oder 0,3 Glas? Meint er so zu mir. Ey, Bruder, warum lachst du jetzt über mich? Wallah, das geht, Alter. Ich kann 100 Sünden, Wallah sagen. Ich hab gerade Beefy gegessen, aber Wallah sagen. Ey, auf jeden Fall, Bruder, ich hab für dich einen Tipp, ne, falls es mit YouTube nicht klappt. Ja, sag an. Bruder, wirklich, Syrien. Bruder, geh einfach zu IS, glaub mir, Bruder. Bruder, du hast da einen Schlafplatz, du hast da Essen, Trinken, Bruderschaft. Bruder, geh einfach da. Wie soll ich mich denn nennen? Alter, hast du einen IS-Namen für mich? Bruder, ich hätte Abdelhalim Abu Super Mario. Weißt du, du bist ja Mario, Super Mario-Fan, ne? Der könnte nach Syrien gehen, könnte da auch ein paar YouTube-Videos machen, ne, mit ein paar Köpfen in der Hand, so. Oh, was soll ich dir sagen, Bruder? Oder nicht? Oder du hast wenigstens was aus dir gemacht, ne? Das ist wie abgeschlossene Ausbildung hier. Wird anerkannt von der IHK. Es gibt zu dir IHK. Islamische Handelskammer. Islamische Hinrichtungskammer, Bruder. Ey, die haben wirklich, die kriegen wirklich eine Gehirnwäsche und die glauben dann daran. Dass die sich schicken lassen. Jo Leute, wir hoffen, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn dem so sei, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und ja, folgt mir auf meinen anderen ganzen sozialen Netzwerken. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach unten und deabonnieren, ne? Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr Bastarde seid.